Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rayok Box von Tiavo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Rayok von Tiavo, das Ganze am 7. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Album von Tiavo, von den beiden Herren. Wir haben hier das Ganze in der Box-Variante. Vorab mal werden wir die Folie öffnen, die Folie abmachen und dann schauen wir uns das Ganze im Detail an. So. Was ich leider direkt mal negativ feststellen muss, ist, dass die Box eine sehr dünne Pappbox ist. Das finde ich sehr schade, speziell wenn man bedenkt, wie gut die erste Box war. Also die war echt, die Oh Lucy Box, die war echt ein Wahnsinn, so von der Gestaltung und generell so vom Material, von der Verarbeitung. Dagegen ist die leider deutlich schwächer. Aber schauen wir mal, was dann der Inhalt kann. Also hier oben lesen wir einmal Rayok, dann haben wir hier eine Spinne in einem Spinnennetz sitzen, die sieht echt krass aus. Ich muss ehrlich sagen, ich hasse Spinnen. Ich habe echt, ja, Phobie nicht ganz, aber ziemlichen Schiss vor Spinnen. Deswegen ist das Cover nicht ganz so mein Fall oder das Artwork. Dann haben wir unten zwei Hinweise. Einmal ein Verbraucherhinweis auf Englisch und darunter dann noch einmal explizit darauf hingewiesen. Restricted for language, drug content, sexuality, nudity and some violence all involving teens. Okay, also ich gehe mal davon aus, dass speziell der untere, ja, fake ist und dass sowas Spaß da drauf geklebt wurde, weil da sind wirklich, ich glaube, bis auf Glücksspiel so alle heiklen Faktoren, die bei so einer amerikanischen Kennzeichnung verwendet werden, mit drauf. Also von Sprache bis zu Drogen und Sexualität und Nacktheit, Gewalt und auch noch Teenager. Also bis auf Glücksspiel ist da, glaube ich, echt alles Fragwürdige dabei. Hier unten lesen wir Tiavo, links dann das Label Outer This World, das Label von Genetik, bei dem die Jungs unter Vertrag sind. Rayok, dann noch hier dieser Smiley, auf der rechten Seite ebenso. Und auf der Rückseite ist das Ganze so gestaltet, was mich jetzt positiv überrascht. Es sieht so aus, ich glaube, das wurde nicht aufgedruckt, nein, dass wir hier zwei Unterschriften haben mit goldenem Stift. Einmal hier Lucy und einmal hier mit goldenem Stift. Mit goldenem Stift Deon. Das ist schon krass, dass man hier die Box scheinbar signiert hat. Dann haben wir hier die Beteiligten und einen Barcode. So, das Ganze geht dann hier oben auf. Wir machen mal diesen dünnen Pappdeckel auf. Hier steht übrigens auch noch Tiavo. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt, ein Poster, Bonus-EP, Album, Buttons und einen Patch. So, von innen das Ganze in Weiß. Die Box ist jetzt leer. Packen wir mal zur Seite. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, das Album ist hier nicht in Folie, ebenso wenig wie die Bonus-EP, Patch auch nicht, aber die Buttons und das Shirt sehr wohl. Also einmal das Shirt, was lesen wir hier? Größe L, okay. Die Buttons sind spannenderweise doppelt verpackt, also einmal hier mit einer Folie drumherum und dann haben wir hier noch die einzelnen. Wobei in diesem Fall muss ich sagen, macht das auch echt Sinn, weil wenn die Buttons in dieser Folie so wären ohne das, dann würden die vielleicht aneinander schaben und sich irgendwie zerkratzen oder ja beschädigen. Deswegen finde ich das so ganz gut gelöst. Aber natürlich holen wir auch die nochmal raus, wenn es mir gelingt, das Ganze zu öffnen. So, einmal und zweimal.
So, dann packen wir das zur Seite und starten wie immer mit dem Album an sich. Wir haben hier ein ganz spezielles Case. Es ist ein Case, wie ich es glaube ich selten bzw. noch nie gesehen habe. Es ist so eine Mischung aus Digipack und irgendeinem ganz einfachen Pappcover. Spannend. Also, hier das Ganze in Orange. Hier oben lesen wir wieder Thiago Reyok, Out of This World. Dann haben wir hier wieder diesen Warnhinweis, diesen Verbraucherhinweis. Und dann haben wir hier zwei Menschen, zwei Gestalten, die sich hier scheinbar küssen gerade. Auf der linken Seite ein Skelett mit Rosen, mit Blumen hier. Und auf der rechten Seite haben wir eine Frau. Sieht so ein bisschen aus wie so eine steinerne Statue. Die dürfte nackt sein, die Frau. Und diese beiden Gestalten küssen sich hier gerade. Auf der Rückseite haben wir hier ein riesengroßes Kreuz. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. So, wo geht das Ganze dann auf, ist die Frage. Einmal hier. Alles klar. Okay. Heftig. Also, das Ganze geht dann hier auf und lässt sich wirklich komplett aufklappen. Wir haben hier scheinbar eine Medusa in Gold. Hier unten die Schlangen. Hier oben dann der Kopf und weitere Schlangen. Hier in der Mitte dann die CD. Und wenn man das hier rausnimmt, dann sieht das Ganze so aus. Hier auch nochmal der Schriftzug, der Albumtitel. So sieht die CD aus. Auch hier eine goldene Schlange. Also das sieht auf jeden Fall mächtig aus hier. Goldene Schlange auf schwarzem Hintergrund. Ja, das Einzige, also so von der Kreativität, vom Artwork finde ich das echt gelungen. Was mir jetzt hier allerdings doch etwas abgeht, ist ein Booklet. Naja. Gut, also Booklet hat er sich leider nicht reingeschafft. Dann haben wir eine Papphülle. Hier lesen wir Reyok Unplugged. Das Cover ist recht ähnlich mit ein paar zusätzlichen Aufklebern, mit ein paar zusätzlichen Elementen hier. Und das Ganze hier nicht mehr in Orange, sondern in so einem Graublau. Und wir haben hier auf dem Album, also auf dieser Unplugged-Version, 4 Tracks. Oh Lord, du sagst Himmel, alles Gold. Hier auch noch die Beteiligten. Und dann die CD. Also auch hier wieder die goldene Schlange. Und das Ganze dann in einer Papphülle. Nachdem wir hier keine Tracklist hatten, meines Wissens sind auf dem Album, ich glaube, sogar 20 Tracks. Also das ist echt eine Menge. Und was man auch sagen muss, diese CD, wir haben es vielleicht gesehen, ja, es gab hier keinen Barcode. Die CD, so wie natürlich auch diese Unplugged-Version, diese Unplugged-CD, gibt es wirklich nur in der Box. Also die kann man nicht irgendwie regulär kaufen im Laden. Nur das Album an sich, das gibt es wirklich nur in der Box oder eben digital. So, und dann haben wir noch mit dabei einen Patch, quadratisch. Hier in Orange auch nochmal das Cover mit einem goldorangenen Rahmen. Kann man entsprechend aufbügeln. Und der ist auch recht groß, also fast so groß hier wie das Cover, wie so ein reguläres Albumcover. Zwei Buttons haben wir mit dabei. Einmal diesen hier in weißer Schrift hier Thiago. Und dann haben wir hier einmal das Logo, diesen Smiley. Ja, also klassische Buttons zum Dranmachen an eure Kleidung oder wo auch immer ihr wollt. Ein Poster haben wir mit dabei. So, das dürfte auch eher größer sein, jawohl. Auch hier wieder in Orange. Hier unten lesen wir wieder Out of This World. Dann dieser Hinweis und dann wieder Skelett plus Statue, die sich hier küssen. Und darüber lesen wir dann wieder groß den Schriftzug Thiago Reyok. Die Rückseite ist blank weiß. Das bedeutet, das Poster ist einseitig bedruckt im Hochformat. Und größentechnisch ist das Ganze hier A1. So, und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Hier haben wir ein Shirt mit dabei. Und zwar haben wir hier ein Shirt in Schwarz. Auf der linken Brustseite lesen wir auch hier wieder den Albumtitel plus den Namen der beiden Herrschaften, Thiago.
Dann haben wir hier es zu tun mit Out of This World in der Größe L. Okay, mehr steht hier nicht. Auf der Rückseite haben wir nochmal das Artwork, das wir von der Box kennen. Also hier unten Tiavo-Schriftzug, dann diese riesengroße Spinne im Netz und hier oben dann Albumtitel plus OTW in lila. So, dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwie einen Hinweis finden. Nein, sieht nicht so aus. Okay. Aber rein so von der Optik und wie sich das Ganze anfühlt, würde ich mal stark darauf tippen, dass wir es hier mit 100% Baumwolle zu tun haben. So, dann packen wir das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir das Poster einseitig bedruckt im Hochformat, Größe, wie gesagt, A1. Den quadratischen Patch zum Aufbügeln. Die beiden Buttons, einmal der Schriftzug, einmal das Logo. Dann die Unplugged EP hier mit 4 Tracks plus dem Album mit insgesamt 20 Tracks. Also kommen wir dann auf 24 gesamt. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Rayhawk von Tiavo. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Tiavo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.